Willkommen in Mulhouse, Elsass. Bestes Wetter, ich freue mich, dass wir unser Ziel heute wieder so schön erreichen. 4 Tage Glück gehabt jetzt. Ja, wir sind jetzt hier mitten im Mulhouse gleich, es geht relativ schnell. Jetzt hier so ein kleiner Innenstadthafen, da liegen so 1-2 schöne Hausboote. Schon mal eine Nacht übernachtet. Hier direkt rechts. Hier geht es ein bisschen runter, müssen wir ein bisschen aufpassen. Bonjour. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Upsala. Ja, das ist schön, dieser Kanal. Ne? Der führt gleich in den Innenstadthafen. Gibt es hier noch. Ja, sehr schön. So wird man jetzt hier relativ entspannt, komplett, ihr seht das, ne? Komplett schnurstracks gerade. Hier war mal eine Baustelle, ist die jetzt. Ah, schön, das scheint sich erledigt zu haben. Wir mussten hier rechts hoch, weil die ab hier gesperrt war. Vollsperrung, aber das scheinen sie geschafft zu haben. Bonjour. Ein bisschen gefährlich jetzt mit den Laternen, da muss ich mal aufpassen. Nicht, dass ich dann mit meiner offenen stehenden Scheibe hängen bleibe. Bonjour. Bonjour, Madame. Rechts schöne Gebäude. Hallo, merci. Merci. Opi und Omi.
Also da auf kleinste Stufe gestellt. Eine kleine Steigung. Yippie. Bonjour. So. Bonjour. Bonjour, bonjour. Jetzt geht's hier unten wieder lang. Ah, ist herrlich der Weg. Hallo. Da rechts die schönen Villen. Ich muss auch dringend noch meinen Außenspiegel wieder dran bauen, den rechten. Der fehlt mir nicht mehr in solchen Situationen. Wenn ich etwas auf mein Fenster achten muss. Was für ein schöner Radweg. Und wie schön das ist auf der gegenüberliegenden Seite, Magnolien, alles, wenn das anfängt zu blühen. Wunderschön. Ein schöner kleiner Innenstadthafen. Ist auch super interessant, also mitten im Mulhus. Schöne Hausboote hier. Die Laura liegt da, die Laura 2. Der Radweg. Der war auch schneller wie der erlaubten 25 km/h. Geschafft. Im nächsten Kreis verkehrt die Graf-Start 1, Graf-Endausfahrt nehmen. Kreisverkehr, die Graf-Start 1.
einmal rüber. Halte bitte an da unten. Danke. Danke. Schön über diesem Gefährt ist, wie gerade die Leute, die sind so neugierig. Die gehen sogar voll in die Eisen. Jetzt einmal kurz schauen, was müssen wir jetzt hier? Einmal Belfort. Müssen richtig sein. So, das war Mulhus. Ortsausgang hier nochmal schön. Jetzt sind wir nicht mehr am Rhone-Kanal, das ist der Rhein-Rhone-Kanal. Eigentlich sehr idyllisch. Wir müssen auch gleich mal Akku wechseln. Dadurch, dass wir heute Rückenwind hatten und ich gleichzeitig das Ladegerät am Laufen gehabt habe, weil ich jetzt heute Morgen mit einer vollen Batterie losgefahren bin und die Sonne natürlich einiges an Energie auch noch bringt, habe ich heute Morgen gleichzeitig das Ladegerät angeschlossen an die Batterie, die wir jetzt auch leer gefahren sind. 20 Amperestunden Batterie. Und ja, wir haben jetzt 42 Kilometer sind wir jetzt gefahren mit dieser Batterie. Natürlich auch begünstigt durch den Rückenwind und diese ganzen Schleusen, die bergab gingen. Dankeschön, Dankeschön. Merci, Monsieur. Hallo. Ja, wunderschön. Rhein-Rhone-Kanal, wie gesagt, hier und vor uns wunderschöne Weitsicht heute. Da haben wir den Schwarzwald. Jetzt müssen wir gleich gucken. Jetzt sind wir über die Brücke. Ich glaube, die übernächste Brücke müssen wir drüber weg. Dann kommen wir in ein Waldgebiet. 6,5 Kilometer geradeaus. Und dann haben wir unser Ziel auch schon fast erreicht. 14 Kilometer müssen wir nur noch. Ja, Rhein-Rhone-Kanal. Hier sieht man an den Schiffen schon, dass das jetzt ein bisschen was anderes ist wie der eigentliche Rhone-Kanal. So, da haben wir einmal Mulhus noch hinter uns. Mit den Vogesen. Linksseitig ganz schön der Schwarzwald. Puppi, komm her! Hier! Ah, ist herrlich Bild von hier oben. Ja, oben an den Wolken sieht man es. Hohe Windgeschwindigkeit.
Von daher, heute Nacht soll irgendwie Regen eintrudeln. Morgen jetzt über Tag doch gar nicht so schlecht. Aber wir gucken einfach mal. Wir warten einfach mal ab. Wir machen uns jetzt keinen Stress. Ja, das sind die typischen französischen Verkehrshindernisse. Sieht immer sehr schmal aus, aber wenn ich da so im schönen Bogen durchfahre, dann ist es kein Problem. Ich habe es in Südfrankreich schon gehabt. Da waren die relativ eng gesteckt. Ja, wenn sowas passiert, dann habe ich einen Schlüssel, dann kann ich die selber öffnen, fahre dann durch und schließe wieder. So, das war Mulhouse. Jetzt haben wir hier zwischen Mulhouse und deutscher Grenze, das ist ein riesen Wald hier. Jetzt geht es 6,5 Kilometer schnurstracks durch diesen Wald. Ist ein bisschen schattig hier, gerade schön für Antje. Ist besser als in der Sonne zu laufen. 21 Grad haben wir es. Herrliches Frühlingswetter. Sechseinhalb Kilometer können ganz schön lang sein, ne? Wenn man die einfach so schnurstracks geradeaus durch den Wald fährt. Ja, das ist schon heftig, da kann man schon Wald zu sagen. Aber wir haben es gleich geschafft. Dann Endspurt. Einmal Landstraße. Ich hätte den Fahrradweg fahren können, wären jetzt aber 2-3 Kilometer Umweg gewesen. Von daher einmal Augen zu und durch. Schön der Ausblick hier auf den Schwarzwald, ne? Herrlich. Interessante Bewässerungsanlagen hier. Die habe ich in Deutschland auch noch nie so gesehen. So, da wären wir. Chalampé. Chalampé auf Deutsch. Ja, dann wollen wir mal schauen,
Einen schönen Platz kennen wir hier schon, weil wir hier halt schon zweimal waren. Da werden wir jetzt mal hinfahren, direkt am Rhein. Wenn wir geradeaus weiterfahren, dann haben wir die Rheinbrücke, dahinter gleich Deutschland, Neuburg am Rhein. Aber ich muss erst mal sehen, dass wir jetzt zum Platz kommen. Und dann braucht die Kleine auch erstmal ein bisschen Futter, weil die gerade schon hinten drin voll sauer am Bellen war, so nach dem Motto, ey, vergess mich nicht. Und von daher wollen wir mal sehen. 6 Uhr ist es jetzt. Sie hat normalerweise so ab 3:30, 4 Uhr bekommt sie ihr Futter. Und ist halt ein bisschen drüber. Aber ich denke, sie wird es überleben. So. Da sind wir dann. Die Sonne geht auch gleich unter. Hallo. So, jetzt wollen wir mal schauen. Die haben wir schon freundlich begrüßt. Das sieht doch schön aus hier. Oder was meint ihr? Direkt am Rhein. Da hinten die Vogesen, da der Schwarzwald. Wow, traumhaft schön. Traumhaft schön. Hey Puppi, hast du gebellt? Na? Bist du sauer oder was? Bist du sauer auf mich oder was? Langsam. Nicht so wild. Hey, entspann dich, ich vergesse dich schon nicht. Hast du Hunger? Hast du Hunger oder was? Hast du Hunger? Ja, genau, ne? Hast du Hunger? Was eine blöde Frage, meinst du gerade. Wie bist du denn drauf? Aber jetzt zeige ich euch mal, wie schnell wir aufgebaut haben. Einmal kurz die Stütze. Warte, sofort, Mäuschen. Einmal kurz die Stütze, dann haben wir an beiden Seiten haben wir unsere Holzklötzchen. Einmal und die andere Seite. Und dann bist du gleich dran. Ne? Das kennst du hier, ne? Einmal, zweimal. Das hat sich gut bewährt. Da bin ich leider erst drauf gekommen, als ich vom Mittelmeer weggefahren bin, letztes Jahr Februar. Und dadurch hat sich halt meine Speichenbrüche vorne, die haben sich halt ordentlich, sind halt ordentlich nach unten gegangen, weil halt vorne das ganze Gewicht auf dem Vorderrad lag. Und da sind mir teilweise nachts, da habe ich geschlafen oder war gerade beim Einschlafen, und dann höre ich so pling, pling, wie so richtig die Speichen gebrochen sind. So. Dann einmal das raus. Jetzt bekommst du. Hast du Hunger? Hast du Hunger? Ich hab dich nicht verstanden. Hast du Hunger? Du kleine Pfeife. Morgen früh kriegst du Nassfutter. Warte, Mäuschen. Nicht so wild. Komm, entspann dich. Vergesst dich doch nicht.
So, das ist das. Packen wir da noch ein bisschen Wasser mit rein. Langsam, langsam. Warte. Direkt am Rhein. Einfach mal stehen bleiben. Wir sind mit Strom versorgt. Wir werden uns gleich was Schönes zu essen kochen. Und wenn ihr das so seht. Wie gesagt, da auf der gegenüberliegenden Seite, da ist Neuburg am Rhein. Das da vorne ist die Rheinbrücke, die rüberführt. Da hinten haben wir die Vogesen. Na, hier geht der Rhein halt jetzt runter. Wir bleiben jetzt auf der französischen Seite. In ungefähr 15 Kilometern sind wir wieder am Rhein-Rhone-Kanal. Verlassen den Rhein also wieder. Rhein-Rhone-Kanal haben wir da mal. Und das Stück Rhein-Rhone-Kanal bis Straßburg, das ist so mega, mega idyllisch, ganz naturpur, weit und breit. Ab und zu mal ein kleines Dörflein, aber da freue ich mich schon richtig drauf. Aber wie gesagt, wir müssen jetzt erstmal abwarten, was das Wetter uns bietet die nächsten Tage. Es ist schlecht gemeldet. Ob es letztendlich so ist, werden wir sehen. Da hinter uns, da ist der Intermarché. Da gibt es Waschmaschine, Trockner. Wir werden morgen mal unsere Sachen alle durchwaschen. Ladesäule gibt es hier keine, brauchen wir erstmal nicht. Die haben wir dann in ungefähr 10, 15 Kilometern Entfernung. Da werden wir noch einmal ein bisschen aufladen. Ja, und dann schauen wir einfach mal. Wir genießen jetzt erstmal den Abend hier. Wir werden uns gleich was zu essen machen. Du bist schon fertig mit Essen, ne? Kuschelverbot haben wir heute, weil du dein Zeckenzeug im Fell hast. Da müssen wir heute ein bisschen aufpassen. Und die Mücken ärgern dich, ne? Ich sehe das hier schon, ganz kleine Viecher hier alle am Wasser. Ja. Dann würde ich sagen, schön, dass ihr wieder dabei wart. Ja, dann bis morgen. Hat es dir geschmeckt? War lecker? Möchten Sie auch noch was sagen? Oder nein? Dich nerven, ne? Dich nerven die Fliegen gerade, ne? Oh Mäuschen, komm mal her. Ja, dreh dich mal. Hier sehen wir in der Ferne den Schwarzwald. Auf der anderen Seite hinter den Bäumen, wir gehen da mal kurz hin, sehen wir die Vogesen mit Colmar. Wir haben da ein paar Tage in Fessenheim verbracht. Ich grüße ganz lieb die liebe Conny aus Oppenheim, die mich da noch einen Abend besucht hat mit ihrem schönen Camper. Ja, schaut. Ich bin froh, dass ich jetzt endlich diesen wunderschönen Rhone-Kanal zurück habe. Denn der Rhone-Kanal, der, wie ihr mitbekommen habt, der verfolgt mich jetzt ja schon mehrere hundert Kilometer bis hinters Jura, kann man sagen. Und meiner Meinung nach ist das Stück Rhone-Kanal, was hier jetzt kommt, hier seht ihr den Radweg, den fahren wir gleich entlang. Meiner Meinung nach ist dieses Stück Rhone-Kanal, was jetzt kommt, von hier bis Straßburg, ist unsere Tagestour. Das ist mega idyllisch, Natur pur. Und ja, wenn ihr Lust habt, dann kommt einfach mit. Ich zeige euch ein paar schöne Ecken hier. Auf der anderen Seite sehen wir, zeige ich euch noch mal ganz kurz, was wir da hinten durch die Büsche sehen können. Das ist der Kaiserstuhl. Hier ungefähr in dieser Höhe auf der anderen Seite des Rheins liegt Breisach. Und ja, wie gesagt, ne, ist halt, wir befinden uns hier genau zwischen Vogesen und Schwarzwald. Ne, das ist halt das Interessante an dieser Gegend. Und wie gesagt, dieses Stück Kanal, was jetzt kommt, ist mega idyllisch. Das Wasser natürlich nicht mehr ganz so klar wie hinterm Jura vom Du-Rhone-Kanal.
Das Wasser da war schon sehr klar und hier geht es halt immer ein bisschen weiter jetzt Richtung Kanalqualität. Aber Mäuschen ist auch froh, dass du bist auch froh, ne, dass du jetzt wieder laufen kannst. Ne? Du warst die ganze Zeit hinten drin. Wir sind schon 20 Kilometer gefahren von Fessenheim bis hierher. Der Ort, der da hinten liegt, das ist Biesheim. Ne, und ich habe mich halt die ganze Zeit darauf gefreut, genau an dieser Stelle jetzt wieder da durch diese kleine Lücke zu fahren oder fahren zu können. Und endlich den geliebten Rhone-Kanal wieder zu haben. Weil, wie gesagt, es ist mega idyllisch. Du willst weiter, ne? Supi! Du musst immer fressen, ne? So, dann sind wir am Rhone-Kanal zurück. Ja, wie gesagt, rechts der Kaiserstuhl, links Kölmar. Und jetzt haben wir erst ein ganzes Stück. Geradeaus zu fahren, dann trifft sich der Rhone-Kanal mit dem Kolmar-Kanal. Das ist ein kleiner schöner Hafen, wo wir auch schon ein, zwei Tage verbracht haben. Sehr idyllisch da. Deshalb immer wieder sehr schön, wenn man von der Straße dann abfahren kann und dann einfach auf diesem Eurovelo fährt und man einfach diese wunderschöne Ruhe hat. Schon alles grün, alles am Blühen. Es duftet hier so herrlich in diesen ganzen Blüten, die hier rechts und links zu sehen sind. Ja, einfach herrlich. So, 2 Kilometer geradeaus gefahren. Jetzt müssen wir einmal kurz runter. Treffen wir auf dem Kolmar-Kanal. Dann sind wir auch schon fast in einem kleinen süßen Hafen. Vorsichtig. Dieser Kolmar-Kanal, da sieht man schon den Unterschied. Mega klares Wasser. Einen kleinen schönen Hafen. Wie gesagt, hier haben wir auch schon mal. Hier machen wir eigentlich jedes Mal eine Pause hier auf der rechten Seite. Hallo. Und auf der rechten Seite machen wir normalerweise immer eine Pause. Passt jetzt heute aber zeitlich nicht, weil wir haben es 1:15 erst. Und 25 Kilometer sind wir gefahren. Schöner kleiner Hafen. Ist mehr oder weniger so eine Sackgasse hier. Der Rhone-Kanal kommt hier linksseitig, stößt auf den Kolmar-Kanal. Der Kolmar-Kanal geht 500-600 Metern weiter links ab. Und der Rhone-Kanal weiter geradeaus Richtung Straßburg. Aber die Schiffe, die von da kommen, die Boote, die haben halt keine Möglichkeit, von hier aus geradeaus nach Straßburg durchzufahren. Schöner kleiner Hafen hier direkt am
Kolmar-Rhone-Kanal. Links hier schöne Sitzmöglichkeiten. Das ist natürlich schön für die Radfahrer, die hier langkommen. Aber wie gesagt, da haben wir jetzt noch keine Zeit für. Es ist Donnerstag und wir haben am Samstag haben wir ein Treffen in Speyer. Ein kleines Fahrradwohnwagen-Treffen mit 2-3 Freunden. Und eigentlich wollte ich gestern Morgen schon losgefahren sein. Gestern war es aber relativ windig. Von daher konnte ich da nicht losfahren. Und dementsprechend knapp jetzt natürlich Donnerstag, Freitag, Samstag in Speyer zu sein. Das müssten so um die 250 Kilometer sein. Wetter ist schön gemeldet die ganzen Tage, von daher, das dürfte nicht das Problem sein. Aber wer weiß, was dazwischen kommt. Irgendwas passiert ja meistens immer. Wir lassen uns einfach mal überraschen. Kuhnheim sind wir. Eine dieser vielen Schleusen. Eine dieser vielen Schleusen hier am Rhone-Kanal. So, hier endet dann für uns der Rhone-Kanal. Wir müssen jetzt einmal nur 200 Meter den Kolmar-Kanal entlang fahren. Früher gab es hier eine Brücke. Hier sieht man rechtzeitig noch schön die alten Brückenpfeiler. Und jetzt geht es hier den Kolmar-Kanal entlang. Bonjour, bonjour. Und die Brücke, die wir da vorne sehen, das ist dann schon die Brücke, die wir einmal überqueren müssen. Und dann geht es auf der anderen Seite jetzt gleich weiter. Schmaler Weg. Einmal gleich eine Spitzkehre. Ja, geradeaus, wie gesagt, das ist der Kanal, der führt geradeaus direkt auf Kolmar zu. Wir müssen hier jetzt einmal hoch. Ich glaube, ich packe euch mal oben dran, weil es gibt gleich einen schönen Ausblick. Langsam. So, Mäuschen mal kurz raus, ne? Ja, genau, du beschwerst dich. Du bist bis gerade gelaufen, Mäuschen. Du kannst nicht so viel. Ne? Du kannst nicht so viel. Müssen wir einmal kurz schauen, dass wir hier vernünftig um die Ecke kommen. Ja, du freust dich, ne? Ja, du freust dich. Warte mal, Mäuschen. Einmal Konzentration. Ja. So freust du dich, ne? So freust du dich, Mäuschen. So, einmal hoch hier. Geh mal zurück. Yippie. Ja, super, machst du das weiter. Super,
Ja, fein. Markolzheim, 7 Kilometer. In Markolzheim haben wir auch schon mal an der Ladesäule gestanden. Kleines, schönes Örtchen. Lidl gibt es da. Aber dann schaut mal. Oh, ist das herrlich. Wunderschön. Schon mal linksseitig jetzt komplett der Blick geradeaus bis Colmar durch. Wunderschön. Rechtsseitig stoßen wir gleich wieder auf den Rhone-Kanal. No, und du würdest am liebsten auf dem Schoß sitzen bei mir, ne? Du würdest am liebsten auf dem Schoß mitfahren, ne? Freust du dich? Freust du dich? Ja. Du bist so verrückt, Mäuschen. Hier rein. Supi. Und einmal gehen lassen. Ja, für sie ist das, wie gesagt, wir haben heute sehr schönes Wetter heute. Das ist natürlich gut für meinen Speicher, für Solar. 59 Kilometer bis Straßburg, Kehl. Straßburg und Kehl sind ja eigentlich mehr oder weniger nur durch den Rhein getrennt. Das ist eine sehr schöne große Rheinbrücke. Auch eine Fußgängerbrücke. Hier rechts hier die alten Brückenpfeiler noch von der Brücke, die damals mal mit Sicherheit noch intakt war. So, und hier haben wir dann den Rhone-Kanal wieder. In einer kleinen unterirdischen Staustufe. Und hier sind wir dann am Rhone-Kanal wieder. Wie gesagt, jetzt auch wieder sehr idyllisch, was wir haben. Teilweise sehr verlassen. Also wenn man auf diesem Stück eine Panne hat, was ja man meistens passiert, wenn kein Bikeshop in der Nähe ist oder keine Stadt, dann ist das nicht so schön. Aber sehr schön auf der rechten Seite. Schön die Vogesen die ganze Zeit, linksseitig den Schwarzwald. Ja, und jetzt ist halt der Rhone-Kanal hier, ist jetzt komplett eingesäumt, größtenteils in Platanen. Richtig uralte Platanen, ist also wirklich wunderschön, gerade jetzt, wo die Natur rauskommt und alles grün wird. Da freue ich mich jetzt gerade, dass wir hier noch nicht vor 2-3 Wochen durchgefahren sind. Hallihallo, ein kleiner Schwan. Wir haben ein kleines schönes Café, der Garten hier links unten ist total liebevoll eingerichtet, total schön gemacht, wunderschön für Radfahrer. Bonjour, hallo, hallo. Eine Schleuse, schaut mal hier auf der linken Seite. Oh, und das duftet hier. Ah, ist mal herrlich, wie das duftet. Das ist natürlich auch gut gelegen hier direkt am Eurovelo.
Ja, der Radweg hier natürlich nicht geteert und auch nicht der breiteste. Das heißt, wenn jemand entgegenkommt, dann muss man schon ein bisschen vorsichtig sein. Aber es ist halt mega idyllisch, hier gerade durchzufahren. Wir sind doch ganz gemütlich unterwegs, 15, 16 km/h. Ja, das muss man einfach genießen, das muss man einfach aufsaugen. Das ist jetzt dieses Stück hier vielleicht noch 10, 15 Kilometer. Und wenn wir dann auf Straßburg zufahren, hat man halt den nackten Rhone-Kanal, sag ich mal so, rechts und links. Schöner Weitblick, aber halt diese Idylle hier, die ist halt, die macht halt dieses Stück ohne Kanal so besonders. Und gerade jetzt, wo alles schön grün wird, das ist wirklich wunderschön. Traumhaft schön, diese uralten Platanen, die hier rechts und links den Rhone-Kanal so räumen. Schaut mal, was das für Brechmänner sind. Wow. Ja, rechtsseitig haben wir jetzt Markholzheim. Wie gesagt, da haben wir auch schon an der Ladesäule gestanden. Da ist ein großer Lidl. Aber wir sind gut versorgt. Lassen das jetzt einfach liegen und sehen zu, dass wir weiter Richtung Straßburg kommen. Vor allen Dingen freue ich mich drauf, wenn der Radweg gleich ein bisschen schöner wird. Hier wieder so ein Bunker, eine Bunkeranlage der Maginot-Linie. Mitten im Garten stehen da. Appartement, ja, Appartement nicht. Departement, Basrin. Wieder hier so eine Bunkeranlage. Und ein schönes Café. Perfekt gelegen hier am Radweg. Jetzt ist eigentlich relativ wenig los. Ich denke mal, letzte Woche zu Ostern sah das hier mit Sicherheit ein bisschen anders aus. Das Wetter war ja toll. Aber da bin ich jetzt gar nicht traurig drum, dass man hier so schön ruhig durchfahren kann.
linksseitig, wunderschön, das L, die Vogesen. Kam jedes Mal eigentlich bis jetzt ein Hund am Zaun lang gesprungen. Heute nicht. Wasser ist zwar klar, aber besonders tief ist das hier nicht. Aber gleich wieder viel idyllischer. Denn rechts und links schön die Bäume. Schön die Bäume den Rhone-Kanal säumen. Das ist so mega spannend gerade. Wir sind heute schon 44 Kilometer sind wir jetzt gerade gefahren. Ich habe immer noch die erste Batterie dran. 46, 47 Volt. So unterste Grenze ist 43, 44. Aber ich habe den Akku jetzt die ganze Zeit am Ladegerät. Also ich verbrauche und lade gleichzeitig. Aber wir haben starken Gegenwind. Was heißt starken Gegenwind? Das ist merklicher Gegenwind. Und das merkt man natürlich auch im Verbrauch. Aber ich muss mal schauen, wenn es noch weniger wird, klemme ich gleich den anderen Speicher dran. 20 Amperestunden. Wir haben es noch 44 Kilometer. Ach, wir haben jetzt genau die Hälfte. 44 Kilometer bis Straßburg. Also schon ziemlich bis mittig Straßburg. Der Radweg hier zwar geteert jetzt gerade, aber man wird hier schon ordentlich durchgeschüttelt. Weil halt überall da, wo die Bäume sind, da kämpfen sich die Wurzeln unterm Asphalt durch. So, hier hat sich das Erscheinungsbild des Rhone-Kanal ein bisschen geändert. Wir bewegen uns jetzt stramm auf Straßburg zu, 30 Kilometer noch. Und ja, man sieht es hier schon. Es wird alles ein bisschen offener, ein bisschen freier. Die Spundwände des Kanals, die werden wir jetzt bis Straßburg sehen, beziehungsweise bis kurz vor Straßburg. Der nette Mann vor uns hat gerade von einem Plan abgeraten über diese Fußgänger. Da gibt es eine Fuß- und Radfahrerbrücke. Das Problem ist aber, die Brücke ist schön. Dann bin ich direkt in Kehl. Aber das Problem ist halt, ich muss ein Stückchen durch Straßburg durch. Und das wollte ich halt ungern. Und von daher
fahren wir dann so, wie wir auf dem Hinweg gefahren sind. Vor Kehl geht eine schöne Rheinbrücke. Eine Autobrücke über den Rhein, und die werden wir dann nehmen. Also. Upsala. Bonjour. Boot hier wieder. Hausschiffe. Es sind schon keine Hausboote mehr. Das könnte auch mal wieder ein bisschen Farbe gebrauchen. Ne? Ja. Wie gesagt, das war das schöne romantische Stück Rhone-Kanal, was wir jetzt hinter uns gebracht haben. 57 Kilometer sind wir heute schon gefahren. Unser normales Tagespensum ist ja eigentlich so 30 bis 50 Kilometer. 30 Kilometer haben wir es noch bis Kehl. Dann hätten wir heute fast 90 Kilometer hätten wir dann heute, und in Kehl ist eine Ladesäule. Mal gucken, ob wir die heute brauchen oder ob ich noch 15-20 Kilometer weiter fahre und dann hinter Kehl geht zurück auf die französische Seite, ja, und dann fahren wir auf der französischen Seite des Rheins, fahren wir bis nach Lauterburg. Und in Lauterburg ist dann das Abenteuer Frankreich leider beendet. Vorübergehend, sagen wir mal so. Ja, hier, wie man sieht auf der rechten Seite, der Rhone-Kanal, der geht jetzt hier mehr oder weniger schnurstracks 30 Kilometer, fast 30 Kilometer geradeaus bis nach Straßburg, ohne eine Kurve zu machen. Hallo ihr zwei. Bin ich hier richtig? Geht's hier nach Straßburg? Straßburg, die Richtung? Ja? Okay. Ja, super, danke. Ah, schön. Straßburg, 25 Kilometer. Ich habe jetzt mal bei Komoot habe ich mal meine Route dann so weit geändert, dass ich halt nicht über diese reine Fußgänger- und Radfahrerbrücke fahre, sondern über diese normale große Brücke über den Rhein vor Kehl. Und ja, das sind jetzt nur noch 17,4 Kilometer anstatt 25. Und dann fahren wir, wie gesagt, auf die andere Seite des Rheins und kommen dann von hinten rum nach Kehl reingefahren. Und da schauen wir einfach mal weiter, wie spät wir es haben. Ob ich dann noch weiterfahre, 20 Kilometer, oder ob ich in Kehl am Bahnhof, ist auch eine Ladesäule, habe ich auch schon gestanden, ist aber halt mitten in der Stadt.
Und die 20 Kilometer weiter wären mir eigentlich ein bisschen lieber. Erstmal, weil wir da wieder in Frankreich sind und die Ladesäule, die ist relativ, steht relativ ruhig. Das heißt, man könnte da auch besser schlafen. Aber schauen wir einfach mal. Einmal Anlauf. Duron, Oran, Papon, Papon. Ach, das ist immer herrlich, so bergab. Zack. Innerhalb kürzerer Zeit auf 30 km/h. Kein Stromverbrauch. Endlich wieder Industrie. Schnurstracks geht's auf Straßburg zu. 14 Kilometer bis zu der Rheinbrücke. Sehr schöne Brücke. Bonjour, Madame. Schön die Schwäne auf der anderen Seite. Sehr schönes Brot. Unsere Batterie ist leer. 67 Kilometer, 67,2 Kilometer, erste Batterie leer. Das kann sich doch sehen lassen.
wollen wir einmal kurz umstecken. Und dann geht es gleich weiter. 11 Kilometer bis zur Brücke. Eine wunderschöne Platanenallee. Hier war auf der Hinfahrt war so starker Sturm und da lag hier ein Baum quer über die über dem Weg und da mussten wir rechts da hinten auf der Autostraße mussten den Umweg fahren bis in den nächsten Ort rein und dann wieder zurück auf diesen Radweg zu kommen. Das sieht toll aus, ne? Ja, meine Lieben, wie ihr seht, seht ihr nichts. Das ist auf jeden Fall nicht Straßburg hier. Mäuschen, komm her. Mal einmal kurz schauen, vorsichtshalber. Wir müssen hier drunter. Unter diese Brücke müssen wir runter weg. Und dann fahren wir in die Richtung. Und dann so, ach du Scheiße. Genau deswegen habe ich mir gedacht, schaust mal kurz. Scheiße. Puppi, das wird spannend, ne? So Leute, genau deswegen bin ich da einmal kurz hingegangen. Jetzt schauen wir mal. Das habe ich mir schon gedacht. Fehlt jetzt auch noch. Mäuschen, das fehlt jetzt auch noch, ne? Wenn wir da Stress kriegen. Ja, unter der Brücke. Unter der Brücke war Überschwemmung. Und das ist noch der Rest, den wir jetzt gleich sehen. Das Problem ist, ich habe schon zweimal auf der Seite gelegen, weil ich einseitig zu tief durch eine Pfütze gefahren bin. Und wenn ich einseitig da durchfahre, schmaler Radstand und die Höhe, das ist halt nicht so witzig, ne? Aber Augen zu und durch. Zu und durch. Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hasse diesen Trick. Puh, schnell raus da. Ich hasse sowas, ne? Ich hasse sowas, worüber man nicht vorausplanen kann, wie es endet. Haben wir es geschafft, ne Mäuschen? Supi! Dir ist es egal, ne? Du kommst überall durch. Bei nächster Möglichkeit links. Ein bisschen komischer Radweg hier, das ist eigentlich nur ein Feldweg. Aber das war jetzt halt eine schöne Möglichkeit, um vor Straßburg abzubiegen, nicht durch Straßburg zu müssen. Wenn das jetzt komplett unter Wasser gewesen wäre da vorne, dann hätte ich komplett durch Straßburg fahren müssen. Und von daher bin ich jetzt echt froh, dass das geklappt hat. Ja, da vorne haben wir gleich diese riesige Rheinbrücke. Wunderschönen Ausblick rechts und linksseitig auf den Rhein. Oh mein Gott.
Nein, 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 nein. Bitte, bitte, bitte. Bitte, 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 bitte. Oh. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich danke demjenigen, der das hier schon mal aufgebrochen hat. Oh, da habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Oh mein Gott. Puh. Mäuschen. Wenn das hier jetzt abgeschlossen gewesen wäre, dann hätte ich komplett nach Straßburg zurückfahren müssen. Und, oh mein Gott, jetzt fällt mir wirklich ein Stein vom Herzen. Das wäre was gewesen, wa, Mäuschen? Das wäre was gewesen. Haben wir Glück gehabt, ne? Ja, haben wir Glück gehabt, ne? Erzähl mal, freust du dich auch? Erzähl mal was. Ja, du freust dich auch, ne? Erzähl. Ja, super machst du das. Super. Geh mal rüber da. Super. Ein. Kommt jemand? Bonjour, Monsieur. Hallo. Oh, da haben wir Glück gehabt, ne? Pass auf. Haben wir Glück gehabt, ne? Erzähl mal, haben wir Glück gehabt? Haben wir Glück gehabt? Erzähl mal was. Ja, haben wir Glück gehabt, ne? Hallo, Monsieur. Hier rein, oder? Nein, nein, Sie können auch wieder. Das war geschlossen. Das macht nichts. Oh, ich hab schon einen Schock gekriegt, weil ich bin aus Richtung Straßburg gekommen und ich muss über die Brücke und wenn das... Das ist der Radweg um Straßburg ganz runter. Ja eben, wenn ich das jetzt... Ich weiß nicht, warum das ist, weil die Zigeuner dort, dass die nicht hingefahren. Wenn das jetzt nämlich geschlossen wäre, dann hätte ich ein Problem gehabt, ne? Dann hätte ich nämlich nach Straßburg zurückfahren dürfen, ne? Ich habe... Auf diesem Fahrrad habe ich auch schon 36.000 Euro. Oh ja, in welcher ich Zeit? Ich bin am Radler, aber... Hauptsache Bewegung, ne? Hauptsache diese Beine sind in Bewegung, ne? Das ist super. Dann habe ich vier Rennrad ausgefahren. Ja, ja. Bin 83 Jahre, ne? Oh, 83? Ja, Respekt, mhm. Ja. Alles Gute, Ihnen bleiben Sie gesund, ja? Gleichfalls, okay. Sie auch. Dankeschön, tschüss. Tag. 83 Jahre, Respekt. 83. 83 war der liebe Mann. Ha? Werden wir auch so alt? Du leider nicht, ne? 83. Ja, Respekt. Ist immer schön, solche Begegnungen. Wenn sie begeistert sind, wenn sie begeistert sind von dem, was sie jetzt gerade sehen. Und wie gesagt. So, da vorne haben wir dann die Rheinbrücke. Wollen wir mal schauen, dass wir da schnell drauf kommen. Und noch einen wunderschönen Ausblick zum Abend mitnehmen können. Super, das ist ganz fein. Da ist Deutschland. Jetzt ein bisschen blöd, weil ich nämlich genau diesen Geländer vor den Augen habe. Aber ich denke mal, hier ist eine schöne Aufnahme. Und dann sehen wir das ein bisschen später.